So, neben mir ist der Lars. Hallo Lars, grüß dich. Hallo Matthias. Lars, du bist Geschäftsführer des Landesinnungsverband des Metzgerhandwerks oder Fleischerhandwerks. Wie heißt es bei euch? Sagen wir es einfach kurz vom Fleischerverband Bayern. Der Fleischerverband. Seit 6 Jahren jetzt mittlerweile. Also schon eine kleine Zeit. Wow. Was ist die Aufgabe dieses Verbandes? Naja, die generelle Aufgabe eines Berufsverbandes ist erst einmal die Belange der Betriebe, die bei uns Mitglied sind. Wir sind ja anders als Handwerkskammern, haben wir keine Pflichtmitgliedschaft, sondern freiwillige Mitglieder. Das sind 1300 in Bayern und deren Interessen vertrete ich in erster Linie gegenüber der Politik oder natürlich auch der Öffentlichkeit, wenn irgendwelche Skandälchen wieder mal sind und alle wieder sich aufs Fleisch einschießen oder ähnlich. Aber in erster Linie ist politische Arbeit meine Hauptaufgabe. Was versteht man unter politischer Arbeit? Ist es klassischer Lobbyismus? Oder, ich erkläre es meinen Betrieben immer so. Ich sage, natürlich ist ein Teil unserer Aufgabe Information und Beratung und Rechtsberatung und Hilfestellung bei Problemen. Das machen wir alles. Ja? Aber das Wichtigste ist, wir sind an der politischen Front tätig. Was kann, darf man das heute sagen, ja, noch in diesen Zeiten? Also an der politischen Front tätig. Das heißt, bei allen Parteien, bei Landtagsabgeordneten, bei Bundestagsabgeordneten, auf EU-Ebene in Brüssel, bei der Staatsregierung, um hier sozusagen Dinge vielleicht abzubiegen, bevor sie in irgendwelchen Gesetzen drinstehen. Das kriegen die Betriebe oftmals gar nicht mit. Oder wenn Gesetzesvorhaben, so wie jetzt gerade zum Beispiel zum Thema Arbeitszeitgesetz, gerade öffentlich diskutiert werden, bringen wir unsere Stellungnahme ein, arbeiten mit anderen Verbänden zusammen, schließen uns dort zusammen, also zum Beispiel unser Zusammenschluss der Bayerischen Ernährungshandwerke. Also das ist schon brutal vielfältig, das muss man verstehen, das muss man mögen, aber ich halte es persönlich für brutal wichtig. Wird eure Arbeit von den Mitgliedern anerkannt oder gewürdigt, sagen wir es mal so? Oder ist da Gemaule, was macht ihr denn? Ihr hüpft da auf Parteitagen rum, wir sehen uns jetzt gerade beim SPD-Parteitag, ja. Da gibt es eine schöne Kaffeebar und so. Wie wird das gesehen? Also ich glaube, mittlerweile ist das schon so. Früher war das, ich bin jetzt seit 11 Jahren in dem Verband, früher war das schon so ein bisschen, da waren wir auf den Parteitagen, so wie wir beide jetzt hier, nicht dabei. Das sind wir erst seit 2021, wo ich angefangen habe, gesagt habe, Leute, ich habe das Gefühl, wir sollten da dabei sein, weil du musst dir vorstellen, wir sind ja kein großer Verband. Also 1300 Mitglieder, die musst du schon irgendwie so in die Wahrnehmung rücken, ne? Und dass das auch bei den Politikern und Abgeordneten auf allen Ebenen ankommt. Und das geht hier zum Beispiel bei solchen Veranstaltungen am allerbesten, weil erste Frage, wo habe ich sonst alle Abgeordneten aus Bund, Land und EU vor der Flinte sozusagen und kann sie sozusagen mir, und wenn es nur 5 Minuten sind, ne, du kennst das ja selber, du hast, was weiß ich, einen Staatssekretär oder einen Staatsminister, Staatsministerin oder Bundestagsabgeordnete, egal, die nehmen sich die Zeit, vielleicht auf einen kurzen Snack oder was weiß ich, wir haben ein bisschen was Süßes am Stand, ja, nehmen sich die Zeit, hören dir zu. Man muss natürlich die Fähigkeit haben, Themen in 5 Minuten platzieren zu können oder in 10. Das ist ganz wichtig. Also das sind ja keine Stundengespräche, aber ich halte das hier manchmal, egal welche Partei das ist, für wesentlich effektiver als so manches vereinbartes Gespräch, was du mit einem Abgeordneten führst. Also ich glaube, es wird sehr gewertschätzt. Es ist das, was ich mitbekomme. Ich glaube, heute hat einer geschrieben, wir sind ja jetzt gerade bei der SPD, der hat gesagt, Mensch, das ist auch ein Leidensweg. Nächste Woche sind wir bei den Grünen, wo wir ja auch zusammen hingehen. Weil wir aber auch ein Gehör finden und auch immer wieder eingeladen werden und es sich auch Folgetermine ergeben. Und das versuche ich einfach über die sozialen Medien auch zu kommunizieren. Und ich glaube, das wird schon gesehen. Weil du sagst kommunizieren. Aber wenn ich das noch kurz ergänzen darf. Wenn ich es noch kurz ergänzen darf. Es gibt auch Leute, die sagen, hör zu, das kostet alles zu viel Geld. Und muss denn das sein? Und müsst denn ihr bei, ich sage es jetzt einfach mal platt, bei der Bayern-SPD rumhüpfen? Und dann sage ich, ja, die SPD mag vielleicht in Bayern keine große Rolle spielen, aber es ist eine Partei in der Bundesregierung. Und hier laufen ja auch Leute aus Berlin rum, die Bayern im Bundestag vertreten. Wir hören gerade das Geklatsche. Die beschließen gerade das Regierungsprogramm für Bayern. Warten wir es mal ab. Ja, man hat ja gerade gesagt, wir wollen regieren. Gut, das nehme ich ein bisschen schmunzeln zur Erkenntnis. Aber ja, nochmal, man muss einfach mit allen offen reden. Im Gespräch sein, man muss die Themen platzieren. Und da kann ich nicht bloß durch eine Farbe gucken. Du kennst mein Parteibuch, was meine Farbe hat, aber... ja, ich muss das verbandsmäßig, musst du neutral sein politisch. Wie wichtig ist Kommunikation? Du hast gerade gesagt, über soziale Medien kommuniziert ihr. Wie sieht denn eure Kommunikationskanäle aus? Kommunikation ist das Wichtigste überhaupt. Das ist auch was, warum die Betriebe aus meiner Sicht in Anführungsstrichen zufrieden sind.
weil wir straight, egal wo wir sind, also jeder meiner Mitarbeiter, die irgendwo Außenauftritte haben, hat ein Smartphone, die sind alle mit iPhones ausgestattet, die Maßgabe ist, egal wo ihr seid, macht Fotos, wir veröffentlichen es sofort. Du kennst unsere Social-Media-Kanäle und wenn es noch so, in Anführungsstrichen, vielleicht ein langweiliger Termin ist oder sowas, ich will das jetzt gar nicht werten, ja, wir posten es, veröffentlichen es, das Mitglied muss sehen, wo ist der Bubnik unterwegs? Und dann stellt sich die Frage gar nicht, ne, was macht ihr überhaupt oder sonst irgendwas, sondern die Leute sehen, aha, jetzt ist er wieder da, jetzt hupft er wieder darum, aha, ist es Wochenende oder arbeitet vielleicht der normale Angestellte nicht, aber der Fleischerverband ist unterwegs, das bin ja nicht immer nur ich, sondern es sind auch vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen und das sehen sie. Gleiches haben wir in unserer Inhouse-Kommunikation. Wir haben ja einen wöchentlichen Newsletter zum Beispiel, den wir versenden. Mein Credo, als ich das übernommen habe, war, das Mitglied muss einmal pro Woche was von uns hören. Ob es das liest, was da kommt oder nicht. Ich schreibe ja, weiß nicht, ob du es kennst, so eine eigene kleine Kolumne, wo ich versuche immer so ein bisschen mich politisch auch auszukotzen. Ja, weil ich glaube, da darf man das beim Schreiben und mal ein bisschen Dampf ablassen. Also einmal pro Woche muss das Mitglied was hören. Wir kommunizieren unfassbar viel. Wenn Sonderthemen sind, Energiekrise letztes Jahr oder während Corona, haben wir eine Zeit lang täglich informiert, weil sich einfach irrsinnig viel geändert hat und ich glaube, dass das auch, also Kommunikation, das Nonplusultra, wenn ich zufriedene Betriebe haben möchte. Jetzt haben wir in der ganzen Branche, jetzt nicht nur im Fleischer, Metzgerhandwerk, sondern auch in anderen Handwerksbranchen, das Thema Nachwuchsmangel, Fachkräfte. Wie geht ihr dieses Thema an? Ist da eine Lösung zu sehen oder also ich glaube, könnt ihr da was machen oder muss es im Grunde der Betrieb machen? Es müssen alle gemeinsam machen. Der Verband, also man muss erstmal an das Thema ehrlich rangehen. Wenn wir heute uns hinstellen und ich mir anschaue, welche Generation, wie heißen die jetzt, glaube ich, Generation Z oder ich habe den Überblick verloren. Die junge Generation. Also die junge Generation. Das sind jetzt noch 8 Millionen potenzielle Arbeitskräfte, die irgendwann mal jetzt 16 Millionen aktuelle Generation 55 plus Arbeitnehmer sozusagen ersetzen müssen. Also das heißt, unser Arbeitsmarkt hat sich schon krass verändert und er wird sich noch viel krasser verändern. Inwieweit die Digitalisierung eine Rolle spielen wird, muss man sehen. Für unsere Branche, ähnlich wie bei euch, wir kennen jetzt die Zahlen im Friseurhandwerk nicht, deine Frau ist ja Geschäftsführerin vom Friseurhandwerk, es ist natürlich das größte Problem. Ne? Wo finde ich Nachwuchs? Interessanterweise ist es so, dass wir im Bereich Metzger irgendwie nicht ganz so krasse Einbrüche haben wie im Bereich Verkauf. Also es scheint wieder, ich will jetzt gar nicht von einer Trendwende reden, sondern es scheint wieder ein Stück weit hipper geworden zu sein vielleicht, so ähnlich. Weiß ich nicht, womit das was zu tun hat jetzt. Ich will jetzt auch gar keine Parallele ziehen, wollte ich gerade, aber ich lasse es einfach. Es scheint wieder hipper geworden zu sein mit Fleisch, so ein bisschen irgendwie was Puristisches, weißt du? Also so ein Tomahawk oder cool ehrliches zerlegen Handwerk. Und cool, ne? Und Nahrungsmittel, Ernährung, da glaube ich, da legen die jungen Leute schon wieder einen Mehrwert drauf. Also die gucken schon genau hin. Aber der Verkauf ist das Problem. Der Verkauf ist das Problem. Und das ist eben auch das Riesenthema. Ne? Wir können noch so tolle Produkte produzieren, wenn vorne an der Theke oder hinter der Theke keiner steht, der sie verkauft, dann ist das ein Riesenthema. Deswegen wird sich Metzgerhandwerk im Vertrieb verändern. Wir haben damit jetzt eine kleine Arbeitsgemeinschaft gegründet. Wir nennen das Metzgerhandwerk Next Generation und haben wir junge Inhaber, Inhaberinnen eingeladen oder auch Familienmitglieder, Angestellte. Die sind alle so zwischen 20 und 30 Jahre alt. Entweder Metzgermeister oder Fachverkäuferinnen, die einfach dort ihre Ideen einbringen. Da geht es zum Beispiel so weit wie digitalisierte Smart Stores, also bloß noch so Verkaufscontainer. Wir kennen das aus Asien oder Amerika, wo du bloß mit dem Smartphone eincheckst und deine Waren. Verstehe, ich kenne den Wurstautomat oder den Fleischautomat. Ja, genau. Und der Next Step, ist jetzt dann sozusagen der Smart Store, also im Prinzip ein ausgebauter Container. Wie so ein Tante-Emma-Laden musst du es dir vorstellen. Also kriegst du alles, ja, von der Milch, Eier, aber eben auch vorverpackte Fleisch- und Wurstwaren meinetwegen. Und du checkst, du checkst mit dem Smartphone ein, deine Kreditkarte oder EC-Karte ist hinterlegt, du gehst sozusagen in den Laden rein, du kommst nicht rein, ohne mit dem Smartphone eben einzuchecken, legst die Sachen in dein Körbchen, musst einmal an der Kasse vorbeigehen und der Laden registriert automatisch, was du gekauft hast. Und ich glaube, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, ich glaube, das wird schon einen wesentlichen Teil einnehmen bei der Versorgung im ländlichen Raum gerade. Also könnte ich mir jetzt gut vorstellen, weil das was ist, natürlich musst du diese Läden nachbestücken, aber du brauchst natürlich dort kein Verkaufspersonal. Du brauchst halt Leute, die hin und her fahren und das bestücken. Aber wie gesagt, das zum Thema Nachwuchs. Wir versuchen uns da auch noch über eine Kampagne, du kennst sie, unsere Butcher's Tale-Kampagne, zu nähern, die wir gerade ein Stück weit weiterentwickeln lassen, wobei ich noch gar nicht sicher bin. Also wir haben uns über so Fantasy-Charaktere versucht, Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das hat wunderbar funktioniert. Auf Messen habe ich es gesehen. Also auf Ausbildungsmessen funktioniert das hervorragend.
ging so weit, dass letztes Jahr bei einer Ausbildungsmesse in Regensburg eine große Industriefirma in Deutschland, die wirklich wahrscheinlich viele, viele Millionen im Jahr für Nahrungswerbung ausgibt, gesagt hat, sie wollen mal unseren Merch und unsere Sachen mitnehmen, damit sie der Werbeabteilung zeigen kann, wie man Nachwuchswerbung macht. Da will ich uns jetzt gar nicht, da will ich uns jetzt zwar nicht in den Himmel loben, aber ich sag mal, mit bescheidenen Mitteln, glaube ich, schaffen wir es auf Ausbildungsmessen analog Aufmerksamkeit zu erzielen. Wo wir jetzt gerade dran sind, ist ein TikTok-Channel, also zu planen, wie kommen wir auf TikTok. Da muss man ein bisschen schauen, dass man den Spagat zwischen Seriosität und wie sage ich jetzt mal, Schmamm, und Lächerlichkeit nicht ganz, also das muss man irgendwie hinkriegen, diesen Spagat. Wobei du weißt, ne, auf TikTok zieht nur, was irgendwie Entertainment ist. Also da kann ich jetzt nicht mit, guck mal hier, ich mache hier einen Rollbraten oder sowas. Also ich glaube jetzt nicht, dass das so mega ankommt. Kommt drauf an, wie es gemacht ist. Aber da versuchen wir dran zu sein und einfach auf allen Ebenen mitzuspielen. Ein letztes Thema, auch zum Thema Kommunikation, Image. Du hast gerade diese Butcher-Kampagne erwähnt, aber ihr habt ja was ganz, ganz Tolles und da trifft ihr mich voll ins Herz, eine Playmobil-Kampagne. Was verbirgt sich dahinter? Aus einer Schnapsidee wurde relativ schnell Realität. Es ist tatsächlich auch, wir sitzen heute auf einem Parteitag und genau letztes Jahr bei einem anderen Parteitag in Amberg im Herbst letzten Jahres entstand die Idee und ich glaube, ich habe es sogar dir auch damals gesagt, es ist schön, dass ich hier als Giveaways Kugelschreiber und eine Mütze oder sowas hergebe, aber es hat ja eigentlich per se nichts mit einem Metzgerhandwerk zu tun. Die Idee war, ich brauche eine Metzgerfigur. Und dann sind wir als allererstes auf Lego gekommen. Lego kennt ihr, ne? Das sind die Steinchen, wo du nachts drauf trittst und Freude hast auf dem Weg zum Klo. Und extrem positiv besetzt. Lego war aber am Ende zu teuer. Gibt es tatsächlich eine Metzger-Sammelfigur, also auch mit so einem Sixer. Und dann gibt es ja aber auch noch eine bayerische Firma, die, glaube ich, jeder kennt, nämlich Playmobil. Ja. In Franken. In Franken, und also in der Nähe von Nürnberg, Zirndorf ist das. Genau. Und wir hatten mit Playmobil relativ schnell Kontakt, auch über unseren Landesinnungsmeister, den Herrn Ammon, weil er die Chefin dort auch kennt. Und wir hatten innerhalb von einer Woche eine Promofigur, denn diesen Metzger gab es schon mal, den wir jetzt haben. Und der ist aber irgendwann eingestampft worden in der Produktion. Also das heißt, den gab es nicht mehr zu kaufen, außer auf eBay. Mit Metzgerei sogar. Für teuer Geld. Und dann haben wir 1000 Promofiguren mal bekommen in so einer kleinen billigen Plastiktüte und so als Giveaway. Und ich dachte, komm, 1000 Promofiguren, da kommen wir die nächsten, Jahre damit hin. Ne? Und ich habe so einen Munchkill einfach mal ausgepackt, habe es auch bei mir auf dem Esstisch daheim gestellt, habe es fotografiert und habe es auf Facebook und Insta, du kennst den Post noch, und habe gesagt, guck mal hier, wir haben 1000 Figuren, wer Interesse hat, soll sich doch bei mir melden. Und ich habe den Fehler gemacht, meine E-Mail-Adresse anzugeben, und unser Server war irgendwie 20 Minuten down, also wir haben, glaube ich, 5000 Bestellungen gekriegt innerhalb kürzester Zeit. Das ging so weit, dass wir bis auf alle Kontinente dieser Welt mittlerweile Figuren versammelt haben. Weil es ein riesen Sammlermarkt auch da. Ist nicht nur ein Imagemarkt, sondern ein richtiger Sammlermarkt. Nee, und vor allen Dingen, das Coole ist, also erstens, es kommen natürlich viele Ältere und sagen, guck mal, für meinen Enkel oder Enkeltochter, Enkelsohn, so als Spielzeug. Es kommen die Jüngeren, die finden es toll. Wir hatten schon verschiedene Kita-Aktionen, wo jedes Kind sozusagen in der Kita so eine Figur geschenkt bekommen hat. Und wenn wir es schaffen, den Metzger wieder so ins Bewusstsein zu rücken. Und auch, ich meine, so in meiner Kindheit, ich hatte früher einen Kaufmannsladen, das kennen die heute, also mit so einer Kasse. Ich hatte eine Post. Du weißt, was ich meine? Ich wäre fast Beamter geworden. Du weißt, mit so einem... Nein, das würde dir nicht, das würde nicht, das würde nicht passen. Postbeamter wäre meine Welt. Ehrlich? Mit Stempeln und so. Ehrlich? Also so Briefmarken anlecken. Jetzt ist Schluss. Wir haben geschlossen. Super. Richtig Macht ausüben. Na Quatsch. Okay. Nee, Spaß. Aber mit diesem Männchen, wenn wir schaffen, sozusagen diese positiven Emotionen wieder ins Kinderzimmer zu tragen. Übrigens auch das mit unserer Butcher's Tale-Kampagne. Wir haben ja diese Figuren, die wir dort haben, auch als Mini-Aufsteller. Und wir haben das auch auf verschiedenen Messen verteilt. Und da habe ich auch zu einem gesagt, ich sage, Leute, wenn das die Kids, und das sind ja wirklich so du kennst ja die Charaktere, das ist so ein bisschen Game of Thrones-mäßig so. Und ich sage, was wäre denn geiler, als wenn so ein Jugendlicher das so eine Figur neben seine Playstation stellt. Wann hat es denn das Metzgerhandwerk je geschafft, in ein Jugendzimmer Einzug zu halten? Also wir brauchen jetzt keine Plakate drucken, oder sowas, sondern oder es gab mir einen Metzgerkalender, wo die sich alle hier mit Waschbrettbauch und so, also ist ja alles ein Reinhardt-Wurst-Kalender. Und wenn wir es mit dieser Playmo-Figur auch schaffen, und ich glaube, das haben wir geschafft, und du siehst es ja auch hier auf den Tagen, die Dinger sind heiß begehrt und mehr Message. Ich habe ihn den kleinsten Botschafter unseres Handwerks genannt und das ist er auch. Super. Tolle Sache. Also wirklich, wer möchte, www.metzgerhandwerk.de, ganz wichtig. Sagen, genau. Und kann man bestellen? So eine Figur kostet für den Verbraucher 4 € bei uns einmal, also nix, plus Versand. Nix. Und mittlerweile, wie gesagt, mit Sammlerwert. Also ja, genau. Wenn ich schaue, was für Nachrichten aus aller Welt kommen,
Das Lustigste war ein Gebot aus Spanien, aber das darf ich hier nicht sagen, was das gekostet hat. Also okay, gut, nimm mal. Du hast auch dafür spanischen Schinken oder genau, das schwarze Schaf bekommen, das schwarze Schwein bekommen zum Schlachten. Genau. Lars, ich danke dir ganz herzlich. Ja, ich sage danke, dass ich dabei sein durfte. Ja klar. Also, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Tschüss.